Ihr Wunschbaby-Podcast. Der Podcast für die Reise zu Ihrem Wunschbaby. Alles rund um das Thema Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Lifestyle und Gesundheit. Privatdozent Dr. Dr. Michael Feichtinger und Dr. Nazira Pizzinis klären auf. Alles zum Thema Schwangerwerden und vieles mehr rund um das Thema Kinderwunsch. Ihre Experten vom Wunschbaby-Institut Feichtinger im Interview. Ich begrüße Privatdozent Dr. Michael Feichtinger heute zum Thema: Wie erkenne ich die fruchtbaren Tage? Welche verschiedenen Methoden gibt es denn, um die fruchtbaren Tage zu bestimmen? Unter den fruchtbaren Tagen verstehen wir die Tage, in denen eine Frau schwanger werden kann. Das heißt, das sind typischerweise die 1 bis 4 Tage, bevor sie ihren Eisprung hat. Manche Frauen spüren dabei regelmäßig jeden Monat ein Ziehen im rechten oder linken Unterbauch in der Mitte ihres Zykluses. Bei einer Frau mit einem 28-tägigen Zyklus ungefähr zwischen 12. und 15. Zyklustag. Manche Frauen spüren auch gar nichts. Gerade bei Frauen, die ihren Eisprung spüren, ist das Ganze relativ einfach, weil sie genau mitbekommen, wann sie ihren Eisprung haben und entsprechend die Tage davor die fruchtbaren Tage haben. Wenn eine Frau, und Sie brauchen sich keine Sorge machen, das betrifft ganz, ganz viele Frauen und ist weder ein gutes noch schlechtes Zeichen, wenn sie ihren Eisprung nicht spüren, aber wenn eine Frau ihren Eisprung nicht spürt, dann gibt es Hilfsmöglichkeiten, um den Eisprung festzustellen, die allesamt hormoneller Natur sind. Das heißt, die klassische Methode ist die Messung der Basaltemperatur, das heißt der Körpertemperatur. Rund um den Eisprung steigt die Basaltemperatur leicht an, wodurch eine Frau mitunter durch das Temperaturmessen immer zur selben Tageszeit, üblicherweise in der Früh, auch feststellen kann, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Diese Methode ist jedoch eine relativ unsichere Methode, relativ ungenau. Eine genauere Methode ist hierbei die Messung des LHs, das luteinisierende Hormon, auch Eisprunghormon, welches in etwa 24 Stunden vor dem Eisprung ansteigt. Dieses LH lässt sich typischerweise im Urin messen. Es gibt jedoch auch mittlerweile Eisprungtests, die anhand der Atemluft den Eisprung entsprechend vorhersagen können und dem CO2-Gehalt in der Atemluft. Typischerweise, es gibt hier ganz, ganz viele Anbieter am Markt, sind bei Frauen mit regelmäßigen, unauffälligen Zyklen oftmals die ganz günstigen Streifentests am besten. Es muss jetzt gar kein toller Computer sein, der vielleicht ein paar hundert Euro kostet, sondern es reichen wirklich die Streiferl aus dem Drogeriemarkt oder aus der Apotheke, um den Eisprung festzustellen. 30 Fate Pregnancy. Unterstützen Sie Ihre Schwangerschaft. Von den Wunschbaby-ExpertInnen im Institut Feichtinger entwickelt, unterstützt 30 Fate Pregnancy Schwangere bei der gesunden kindlichen Entwicklung sowie einer optimalen Versorgung des mütterlichen Körpers während der Schwangerschaft. Muss man da etwas Bestimmtes beachten, so wie bei der Temperatur, dass man zu einer gewissen Tageszeit diese Tests durchführt? Tatsächlich ist eignet sich vor allem der Morgenurin dafür, den LH-Spiegel zu messen, da hier die Konzentration am höchsten ist. Das heißt, auch hier würde ich dazu raten, immer zur selben Tageszeit, also idealerweise immer in der Früh, einen solchen Test durchzuführen, um hier möglichst genaue Resultate zu bekommen. Was ich auch empfehlen würde, ist ruhig zu Beginn einmal einen solchen Test durchzuführen, zu einem Zeitpunkt, wo gar kein Eisprung stattfinden kann. Das heißt, entweder besonders früh oder besonders spät im Zyklus, weil sollten Sie hier ein positives Testresultat bekommen, dann kann das ein Zeichen sein, dass diese Tests vielleicht bei Ihnen gar nicht anzeigen und hier falsch positive Resultate ergeben. Wie ist das bei Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben? Also bei Frauen, die einen relativ regelmäßigen Zyklus haben, mit vielleicht 2 bis 4 Tagen auf oder ab, gilt, was ich gerade gesagt habe, dass hier relativ einfach auch der Eisprung festgestellt werden kann. Mitunter allerdings können gerade Frauen mit einem regelmäßigen Zyklus
auch einfach alle 2 bis 3 Tage rund um den Eisprung Verkehr haben und müssen gar nicht streng auf die Uhr schauen. Bei Frauen mit besonders unregelmäßigen Zyklen, heißt es gibt Frauen, die manchmal nur alle 1,5 bis 4 Monate einen Zyklus haben, lässt sich der Eisprung natürlich deutlich schwieriger feststellen. Hier können auch entweder etwas genauere Urintests Abhilfe schaffen. Also hierbei helfen uns schon Urintests, die vielleicht nicht nur das LH, sondern auch das Östrogen und eventuell das Progesteron im Harn messen, die ebenfalls im Morgenurin durchgeführt werden sollten. Eventuell sogar Ultraschallkontrollen, um hier einen Eisprung zweifelsfrei zu detektieren. Diese Tests, besonders bei Frauen, die einen besonders langen Zyklus haben, müssen dann allerdings nicht jeden Tag durchgeführt werden. Also hier reicht es mitunter, dass gerade bei Frauen, die sich ganz unsicher sind in Bezug auf ihren Eisprung, dass sie mal alle 2 Tage die entsprechenden Tests machen und erst sobald sich die hormonelle Kurve einer fruchtbaren Kurve nähert, dann erst zum täglich Testen beginnen. Fertig Fate Pregnancy. Erhältlich im Wunschbaby-Online-Shop auf www.wunschbaby.at. Kann es sein, dass Frauen mit unregelmäßigen Zyklen noch teilweise gar keinen Eisprung haben? Tatsächlich haben Frauen mit besonders unregelmäßigen Zyklen und dem sogenannten PCO-Syndrom teilweise Monate, wo kein Eisprung stattfindet, beziehungsweise auch Frauen, die manchmal auch nur leicht verlängerte Zyklen haben, zwischen 30 und 40 Tagen, eine Regelblutung, die sich zwar ausbildet, allerdings in der Zwischenzeit keinen Eisprung. Also das kann durchaus vorkommen. Inwiefern kann denn die Beobachtung des Zervixschleimspaaren helfen, die fruchtbaren Tage zu bestimmen? Vielleicht können Sie auch kurz erklären, was denn das ist, der Zervixschleim. Zervixschleim, also das Sekret, welches sich im Gebärmutterhals befindet, verdünnt sich rund um die fruchtbaren Tage. Das heißt, davor und danach ist der Gebärmutterhals undurchlässig für Spermien, was ja durchaus biologisch sinnvoll ist, damit die Frau keine Infektionen bekommt bzw. keine Samen quasi durchlässt, wenn diese für die Befruchtung sowieso nicht benötigt werden. Deswegen verwenden auch immer wieder Frauen die Spinnbarkeit des Gebärmutterhalsschleimes dazu, um festzustellen, ob sie ihre fruchtbaren Tage haben oder nicht. Der Zervixschleim ist ebenfalls wie die Temperaturmessung und wird auch oft mit ihr gemeinsam verwendet. Eine sehr alte Methode der Fruchtbarkeitsmessung und ist zwar eine althergebrachte Methode, aber eine eher ungenaue Methode. Es gibt ja heutzutage also die modernen Technologien, wie Apps und digitale Tools. Sie selbst haben auf Ihrer Homepage auch einen Eisprungrechner. Wie funktioniert denn dieses Eisprungrechner-Tagezählen genau? Naja, der weibliche Zyklus gliedert sich in 2 Phasen, in eine Follikelphase, also die erste Phase des Zykluses, in der die Eibläschen gebildet werden, und eine Lutealphase, also eine Gelbkörperphase. Und diese 2 Phasen sind relativ gleich lang. Das heißt, wenn jetzt eine Frau einen halbwegs regelmäßigen Zyklus hat, dann sollte in der Mitte des Zykluses der Eisprung stattfinden, und genau darauf begründen sich entsprechend Eisprungrechner, dass sie den Zyklus in eine mittlere Länge kalkulieren und dadurch einen Mittelwert nehmen, wann es zum Eisprung typischerweise kommen soll. Im Rahmen der Kinderwunschbehandlung ist es ja wichtig, dass man zu einer gewissen Zeit zu den fruchtbaren Tagen Geschlechtsverkehr hat. Von welchem Zeitraum sprechen wir da? Was raten Sie da Ihren Patientinnen? Weil es sich ja auch einen bestimmten Druck ausübt, zu einem gewissen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr haben zu müssen. Wenn ein Kinderwunsch besteht, würde ich dazu raten, maximal 5 Tage vor dem Eisprung und spätestens am Tag des Eisprungs Verkehr zu haben. Weil streng genommen muss man ehrlich sagen, alles, was jenseits der 4 Tage ist, vor dem Eisprung bis hin zu einem Tag vor dem Eisprung, ist optimal. Alles, was darüber hinaus oder weniger ist, sind die Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten schon deutlich reduziert. Also wenn man so um die 2-3 Tage vor einem Eisprung Verkehr hat, ist das optimal, damit die Samen in der entsprechenden Zeit zur Eizelle kommen können und dann dort auch noch befruchtungsfähig sind. Vielen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast vom Wunschbaby-Institut Veichtinger. Für weitere Informationen oder einen persönlichen Termin mit unseren Expertinnen und Experten besuchen Sie www.wunschbaby.at.